So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr bis jetzt die Season so findet. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Battle Pass ist auch ganz in Ordnung, außer der Lobby-Hintergrund, der gefällt mir nicht. Und was haben wir Neues im Shop drin? Bitte was Neues, was Cooles. Neue Skins. Perfekt. Neue Skins. Neue Lackierung. War die nicht schon mal am Start? Also irgendwie habe ich im Kopf... Nee. Die grüne. Es gibt nämlich so eine grüne. Genau. Gelbes Leuchten. Das andere ist irgendwas mit grün. Sehen relativ gleich aus. Und ich glaube, Fortnite ist auch ein bisschen verbuggt, weil, könnt ihr das sehen? Ich konnte das noch nie machen. Also ich kann es relativ schnell hin und her drehen, was mega ungewohnt ist. Und ich will es eigentlich euch perfekt zeigen, aber wenn ich das zu schnell mache... ist mega verwirrend. Auf dem Boot... Ja, okay, die Tarnung ist eigentlich relativ okay. Auf dem Boot ist es natürlich mal wieder mega lost. Ist aber meine Meinung. Dann haben wir hier neue Skins. Ich schaue mal kurz nebenbei nach, ob wir irgendwas Seltenes am Start haben. Denn das würde ich euch auch gerne mal mitteilen. Okay, so. Ich sehe hier gerade... wir schauen uns mal die neuen Skins an, okay? So, Terra oder Terra. Die sieht cool aus. An was erinnert mich die? Die erinnert mich an was? Ich weiß aber nicht an was. Wenn ihr das wisst, bitte in die Kommentare reinschreiben. Die kommt hier mit 4 Stilen. Einmal hier so im Standard. Okay, und was ist hier unten? Hä? Was verändert sich hier? Was verändert sich hier? Ah, ich weiß es. Also, wenn wir das mal hier uns anschauen, das schimmert hier so ein bisschen. Genau. Alles schimmert so ein bisschen und wenn wir das hier umschalten auf aus, dann schimmert das Ganze nicht mehr. Okay, ist relativ in Ordnung. Schimmern die Schuhe auch? Schade, die Schuhe schimmern nicht. Das wäre doch cool, wenn es so wäre. Das Ganze auch hier mit dem Backpack. Oha, das Backpack ist hier mal cool. Das gefällt mir. Mal ein relativ cooles Backpack. Ach, Alter Ego, okay. Ist hier aus der Season 1. Kommt hier auch mit diesen ganzen Stilen. Was haben wir hier noch am Start? Die passenden Hacken dazu. Ja, davon gibt es eh schon genug. Ich habe doch irgendwo eine männliche Variante gesehen, oder? Ah, die ist hier. Der sieht ja mal mega komisch aus. Also seine Haare. Ah, okay. Ich sag nichts mehr. Die haben sich hier gerade geändert. Standard und einmal hier im Alter Ego-Stil. Okay. Sieht fresh aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Und von hinten geht es auch voll klar. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Es schimmert auch hier so ein bisschen. Und einmal hier schimmert es nicht mehr. Auch das gleiche wieder beim Backpack. Einmal hier so und einmal aus. Was haben wir hier noch am Start? Noch irgendwas Besonderes? Passenden Hacken dazu. Ja, wieder das gleiche Design. So halbwegs zumindest. Aber geht klar. Oh, die haben Stile. Habe ich euch das vergessen zu zeigen? Ich glaube, die anderen haben auch Stile. Kann es sein? Wartet mal. Ja doch, die haben echt Stile. Aber ist auch hier wieder das gleiche Spiel, also nichts Besonderes. Was haben wir hier? Die Dino-Skins. Sind coole Skins. Aber für 1,5 würde ich mir die nicht holen. Da gibt es relativ bessere Skins. Aber ist Geschmackssache, wenn ihr das Ganze feiert. Dann kauft euch das Ganze. Was haben wir hier? Die passenden Hacken dazu. Die sehen crazy aus. Die gefallen mir. Haben auch einen schönen Sound. Einen schönen Knacks-Sound. Okay, weibliche Variante. Gefällt mir schon besser, aber das ist so ungewohnt. Ihr müsst euch das mal geben, wie schnell das ist. Und ich bewege meine Maus nicht mal wirklich schnell. Und es liegt nicht an meiner Maus. Okay, passendes Backpack. Oh Gott, das ist mega ungewohnt. Das kennt ihr aber bereits, das Backpack. Okay, was haben wir hier noch im Shop? Nichts mehr. Dann haben wir hier Kuckuck. Kommt hier mit 2 Stilen. Wetten wir, das switcht wieder nicht den Stil. Aber ihr seht das ja hier auf dem Vorschaubild, wie das Ganze aussehen könnte oder soll. Passendes Backpack dazu. Ist ein unnötiger Skin, meiner Meinung nach, habe ich, ja, etwas an V-Bucks da verloren an diesem Skin. Wir haben hier Spear Ranger, cooler Skin, für 800, aber der war jetzt auch schon ziemlich auf dem Shop da gewesen. Dann haben wir hier dieses Tambo-la-bla-bla-bla-Emote, ihr wisst Bescheid. Fortbewegungs-Emote für 500, relativ witzig. Traumerfüße, war das nicht vor kurzem erst im Shop da gewesen? Also wir haben heute nichts Seltenes am Start, das ist alles 40 Tage her, 45 Tage her, 32 Tage her, relativ langweilig. Aber immerhin, wir haben neue Skins am Start und abfeiern. Chilliges Emote und dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video.